Eine mobile Gesangsbox, mit der du praktisch an jedem Ort innerhalb kürzester Zeit die idealen Aufnahmebedingungen für Gesangsaufnahmen schaffen kannst. Ist sowas wirklich möglich? Ich habe es ausprobiert. Ich stelle dir heute die Mobile Mic Booth von Fame vor. Das ist jetzt direkt keine Gesangskabine zum Mitnehmen. Das ist ein Fachbegriff, eine Mikrofonisolationskapsel. Aber das Prinzip ist so ähnlich. Du sollst mit dieser Mikrofonisolationskapsel sollst du die Möglichkeit bekommen, überall sehr gute Gesangsaufnahmen zu machen, beziehungsweise die Aufnahmebedingungen für sehr gute Gesangsaufnahmen. Das Prinzip ist relativ einfach. Laut Hersteller handelt es sich hier um Präzisionsschaumstoff, was immer das auch hier heißen mag. Und es gibt verschiedene Modelle, es gibt teurere, es gibt billigere. Die ist jetzt wie gesagt von Fame, das ist eine hauseigene Firma vom Music Store in Köln. Und die kostet hier nur 29 Euro. Das Prinzip ist sehr einfach. Du steckst diese Kapsel hier einfach über das Mikrofon, das zeige ich dir gleich. Und hier vorne drin hast du einen eingebauten Popschutz, wo die Sängerin dann nachher gleich reinsingen kann. Das heißt, deinen eigenen brauchst du nicht mehr, die Sängerin singt nachher jetzt hier rein. Und Sinn und Zweck dieser Kapsel ist, dass sie ungewollte Frequenzen oder Hallreflexionen des Raumes eliminiert, indem du praktisch dem Mikrofon seinen eigenen mini kleinen akustisch optimierten Raum gibst. Das erste Problem, das hier schon entstanden ist, ist das, dass das Loch hier unten, dass es viel zu klein war. Das heißt, ich musste es hier ausschneiden und ich habe es auch nicht wirklich sauber gemacht. Ich musste ein Küchenmesser nehmen, weil ich gerade unterwegs bin und ich habe kein gescheites Werkzeug da. Ich habe also mit einem Küchenmesser das hier ausgesägt, weil ich es sonst gar nicht hier über das Mikrofon drüber bekommen hätte. Ja? Das war ein Problem und so habe ich das jetzt ganz gut hinbekommen. Also da musst du schon mal gucken, was für ein Mikrofontyp hast du und funktioniert das überhaupt. Und in meinem Fall muss das hier auch noch über die Spinne drüber. Und jetzt kannst du natürlich sagen, okay, das Loch ist ja hier viel zu groß, da kommt hier schon Schall rein. Aber du siehst, ich habe hier in meinem Fall hier auch noch so Akustikschaumstoff hier drumherum. Und wenn ich die Kapsel, ich zeig's dir gleich, dann hier drüber setze, dann schließt das ganz gut ab damit. Ich bin sehr gespannt, wir werden jetzt gleich mit einer Sängerin ein paar Tests machen hier. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was dabei rauskommen wird. Also ich habe hier 15, 16 Quadratmeter, das ist hier eine Airbnb-Wohnung, das heißt, die ist auch nicht vollgestopft mit Möbeln, es sind viele freie Flächen da, es klingt schon, also es ist ordentlich Hall hier da und es sind viele harte Flächen auch, hier sind nur zwei Matratzen drin im Moment und jetzt probieren wir das mal mit der Sängerin aus. Ich bin sehr gespannt, vor allem denke ich, dass das Hauptproblem sein wird, dass der Schall zwar hier isoliert wird, hinter dem Mikrofon, wo es eigentlich sowieso nicht aufnimmt, aber hier vorne singt die Sängerin ja dann rein und da kommt ja dann auch Raumhall rein oder Raumschall rein. Und da bin ich jetzt sehr gespannt, wie das hier laufen wird. Legen wir mal los mit dem Test. Okay, los geht's. Wir testen die Mikrofonkapsel jetzt unter unterschiedlichen Situationen und wir fangen an mit der Sängerin, die jetzt hier gleich im leeren Raum einsingen wird. Das heißt, zunächst mal ist die Mikrofonkapsel noch nicht drauf und dann, wie gesagt, machen wir ein paar unterschiedliche Situationen, um rauszufinden, ob diese Kapsel hier ihre 29 Euro wert ist. You give me love in pieces, love in pieces. Es ist also keine Vocal Booth drauf gewesen jetzt. Ich mache jetzt die Kapsel drauf. Das ist ein bisschen Gefummel, aber letztendlich geht es ganz gut. Die Kapsel ist recht gut geschlossen und jetzt testen wir mal, was das kleine Teil hier so drauf hat. You give me love in pieces, love in pieces. Okay, umgehauen hat mich das Ergebnis hier tatsächlich nicht und ich glaube, es ist das eingetroffen, was ich befürchtet habe. Die Wände hinter dem Mikrofon haben einiges zurückgeworfen in den Popfilter mit rein und deswegen habe ich zwei dicke Matratzen aufgebaut. You give me love in pieces, love in pieces. Jetzt ist das Ergebnis schon wesentlich überzeugender, aber um zu testen, ob es nur die Matratzen war oder ob es auch die Vocal Booth war, jetzt mal nur mit Matratzen ohne Vocal Booth. You give me love in pieces, love in pieces. Okay, weil jetzt hier viel Pausen dazwischen waren, ist es, glaube ich, ein bisschen schwierig, das nachzuvollziehen, den genauen Unterschied vom Klang in diesen Aufnahmen. Und deswegen hören wir uns jetzt nochmal alle Aufnahmen direkt hintereinander an, ohne Unterbrechung. You give me
Love in pieces, love in pieces. You give me love in pieces, love in pieces. You give me love in pieces, love in pieces. You give me love in pieces, love in pieces. Das Fazit würde ich heute gerne dir überlassen. Was hältst du von dieser Vocal Booth? Ist dir die 29 Euro wert, so eine Mikrofonkapsel, oder ist das totaler Quatsch? Schreibst du mir das mal bitte unten in die Kommentare. Mich würde sehr interessieren, was du von dieser Mikrofonkapsel hier hältst. Wenn du dich dafür interessierst, wie du Gesangsaufnahmen zu Hause optimal machen kannst, dann empfehle ich dir dieses Video. Da habe ich mal einen sehr umfangreichen Test gemacht, wie du am besten in einer Privatwohnung oder in einer sehr leeren Wohnung ohne viel Möbel am besten Dämmmaterial zusammenbringst und wie du die Sängerin oder den Sänger am besten positionierst, dass du das Beste aus deinen Vocalaufnahmen zu Hause rausholen kannst. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben, über einen netten Kommentar oder einen neuen Abonnenten, und wir sehen uns schon bald wieder beim nächsten Tutorial. Bis dann!